Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Leute, verzeiht mir, wenn ich heute ein bisschen nervös bin. Das liegt einfach daran, ich fahre ausnahmsweise mal nicht in meinen eigenen Raum, nein. Sondern wir fahren bei Haringway, der jetzt auch gerade vor mir ist. Ja, und ich habe ihn, glaube ich, abgeschossen. Das tut mir an der Stelle natürlich leid. Aber ihr erwartet ja eigentlich jetzt den zweiten Grand Prix von meinem Abonnentenrennen. Den wird es nicht geben, Leute. Den dritten wird es wieder geben, den zweiten allerdings nicht. Liegt daran, jetzt hat er sich revanchiert, das liegt daran, dass es eine Menge Verbindungsabbrüche gab und alles sowas. Ihr kennt es ja. Auch Mirai ist dann irgendwann rausgeflogen und der musste dann auch nochmal kurz weg. Und ach, das ist alles so blöd gelaufen da. Das haben wir dann gesagt, komm, nee, lassen wir. Ist egal, passt schon, wir laden den nicht hoch. Gut, stattdessen präsentiere ich euch jetzt das hier. Das ist ja eigentlich noch viel besser, oder? Seien wir ehrlich. Ich bin heute Morgen wach geworden und dachte mir, okay, es ist früh. Es war noch vor 8. Und ich hatte Langeweile. Dachte mir, okay, komm, guck's mal an den PC. Was ist da so los? Und hab gesehen, Haringway hat ein Mario Kart Video hochgeladen. Da freut man sich natürlich besonders. Oh, Vekasozi ist natürlich auch mit dabei. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Bei dem habe ich auch gerne Mario Kart geguckt. Auch ein sehr guter Let's Player, muss man sagen. Schöne Stimme. So, da zum Mal Gratulation, Glückwunsch, was sagt man? Gefällt mir einfach. Gut, ja, ein wenig nervös heute, ne? Die anderen beiden Grand Prix, die ich bis jetzt gefahren bin, hier, das ist jetzt nämlich der dritte, die liefen alle sehr suboptimal. So, lass mich bitte in Ruhe, oh, lass mich bitte in Ruhe, lass mich bitte in Ruhe. Okay, fünfter Platz wäre für mich jetzt echt super gut. Ja, ich lebe mit den Items, die ich habe. Ja. Ja, das... Nein! Nein, warum jetzt ein Blitz? Ich dachte wirklich, das könnte was Gutes werden. Und Beethoven ist auch dabei. Ist ja auch schon öfter bei mir mitgefahren. Vierter Platz! Mein Gott, endlich mal eine halbwegs vernünftige Position. Ich glaube, die beste, die ich bis jetzt errungen habe. Schauen wir mal, wie sieht es denn auf der Tabelle aus? Ja, Hering auf der 1, Beethoven auch ganz weit vorne, mein Gott, okay. Und ich mittendrin. Weiter geht es auf Luigis Piste. Haringway war übrigens auch einer der Gründe, warum ich damals mit dem Let's Playen angefangen habe, beziehungsweise warum ich überhaupt angefangen habe, Let's Plays zu gucken. Weil eigentlich hatte mich das ja nie wirklich interessiert, bis ich mir dann mal dachte, okay, guckst du dir jetzt mal irgendwie mal Mario Kart Wii Videos an. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber das habe ich euch auch schon mal erzählt. Und da bin ich dann ja auf Let's Play Markus gestoßen. Der hatte mir dann so gut gefallen und dann habe ich irgendwann auch nach anderen gesucht. Und bin dann auch auf den Hering gestoßen und ja, war halt echt klasse. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ach, passt schon, es ist Luigis Piste, es ist die erste Strecke, was soll's. Wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich jetzt überfahren werde. So, das war eigentlich auch doof, aber egal. Passt schon. Ui, da hat Gronkh mich weggestoßen. Der nicht wirklich echte, nehme ich mal an. Der war auch nicht in der Liste. Ach, da fällt mir ein, die Liste. Hätte ich gar nicht mitbekommen, wenn da nicht der gute User Kaktus1300 gewesen wäre, der mir eine PN geschrieben hat von wegen, ja, du bist ja bei Hering dabei, cool und so. Und ich dachte mir so, was? Ich war nämlich gerade bei meinen Eltern beim Frühstück, weil ich mir dachte, okay, 11:30, werde ich wohl nicht dabei sein. Und die Bulletins habe ich ausgeschaltet, weil manche Leute einfach so viele Kommentare schreiben, dass es schon nervig ist. Also mit Kommentare, dass es nervig ist, meine ich andere Let's Player, die ich abonniert habe. Okay. Dritter, vierter war das wieder, ne? Mann, dieser Grand Prix läuft gut. Ich hätte die anderen auch kommentieren sollen. Schön. Waren ja auch zwei Lackerpisten, ne? Da läuft's bei mir. DK-Bergland, das wird mein Absturz, aber na gut, was soll's. Wo war ich stehen geblieben? Ich war bei meinen Eltern beim Frühstück. Genau, hatte dann, hat das Handy vibriert und ich dachte mir, okay, guck's mal. Waren dann ein paar Kommentare, eine PN und halt die PN von Kaktus. Und da stand das dann, dachte ich mir, wirklich jetzt, wenn es wirklich so wäre, dann kannst du das Frühstück jetzt mal eben schnell knicken, ey. Du musst nach Hause, du musst nach Hause. Okay, dann bin ich auch sofort wieder nach Hause gefahren, um nachzugucken einfach, ne, weil, ja, wichtig, ne? So, Idol, mit dem Idol fahren, was willst du mehr? Ja, gucke ich.
Dachte ich mir, okay, keine PN sowieso, das war mir klar, weil ich ja nichts bekommen hatte. Vorsichtig, vorsichtig, hier. Und, ja, bin ich dann nochmal auf das Video gegangen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat er da irgendwie einen Kommentar reingeschrieben oder so. Und tatsächlich war dann da dieser Kommentar, dass ich dabei bin. Puh, ja, war ich froh, dass ich zu Hause war, ne? Okay, war das auch geklärt? Warum erzähle ich euch das? Weiß ich nicht. Einfach nur so. Was soll ich euch sonst erzählen? Es ist hier schließlich Donkey Kong Bergland. Und wie wir alle wissen, hasse ich diese Strecke. Verdammt nochmal, ich hasse sie wirklich sehr. Komm, komm rein. So, dritter Grand Prix ist das übrigens, habe ich aber schon erwähnt. Und ich hoffe, wir fahren noch ein bisschen. Ich habe nämlich gerade richtig Bock. Es ist einfach so, ich sitze hier mit so einem Strahlen im Gesicht. Kenne ich gar nicht von Mario Kart. Weil normalerweise werde ich abgezogen, werde ich hier zwar auch, aber ja, hier ist es nicht so schlimm. Ist hier einfach jetzt mal was Besonderes ist für mich. Was ganz anderes wie sonst. Natürlich gegen euch fahren ist natürlich auch was Besonderes, Leute. So ist das nicht, ne? Aber da kenne ich die meisten ja schon. Komm. Und ich nehme mal an, ihr habt die anderen Rennen hier auch verfolgt. Also bei Hering, ich habe sie ja nicht hochgeladen. Und da werdet ihr ja sehen, dass meine Punktzahlen immer so ein bisschen, ja, schlecht waren. Schlecht könnte man es wohl nennen, ja. Shit. Ich kann sie nicht mehr abgeben. Ich kann sie nicht mehr abgeben. Nee. Tja, passt schon. Ich hatte auch sehr viel Pech. Ich muss mal sagen, also so oft Wolke und irgendwie ein Mist hatte ich lange nicht. Und jedes Mal, also wirklich jedes Mal, dritte Runde, ihr werdet ja bei Hering sehen, jedes Mal, wenn er in der dritten Runde kurz vor Schluss oder vielleicht war er auch schon immer im Ziel, ich weiß nicht, wahrscheinlich war er dann schon im Ziel, einen Blooper gekriegt hat, dann war das meiner, irgendwo auf der hintersten Position, nochmal schnell einen Blooper abgegriffen, wunderbar, genau das, was ich brauche. Ist ja so. Es ist ja so. Wenn ich diese Abkürzung endlich lernen würde, hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Komm, auch noch ein Stern am Ende. Okay, die sind mir egal. Sechster Platz, das ist auch noch okay. Ja, das ist okay für mich. Sechster, zweimal Vierter, einmal Sechster. Dann bin ich insgesamt zumindest nicht so weit hinten. Zeig mal her. 20 Punkte, Leute. Hey, komm, 20 Punkte. Absolut okay. 5. von 10. Genau die Mitte. Und das Finale dieses Grand Prix darf ich auf dem Regenbogenboulevard fahren. Hm. Okay, hoffen wir einfach mal, dass ich mich nicht zu blöd anstelle. Ich hoffe es wirklich. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Jetzt stoß mich niemand runter oder sowas. Irgendwie, oder mach selber keinen Mist. Das wäre auch nicht verkehrt. Wieso habe ich nichts bekommen? Hä? Ich könnte schwören, dass ich was gekriegt habe. Naja. Egal. Ich werde es ja in der Aufnahme sehen, was ich da wieder verzapft habe. Eigentlich bin ich mir sicher, dass ich was bekommen habe. Okay, da müsste ich rüberkommen. Und hier auch. Ja, wunderbar. Die andere Abkürzung, diese hier irgendwie rechts rum oder so, die kann ich nicht. Was soll ich machen heute? Die werde ich auch so schnell nicht lernen. Jetzt wollte ich endlich durchtriggern und habe dabei das Item schon direkt verschossen. Egal. Wow, das war wieder knapp. Mann, ey, das... Nee, das war zu viel für mich. Das war zu viel für mich. Ich war normalerweise oben lang. Und ich weiß auch warum. Ich's nicht kann. Okay, tut mir leid. Ja. Kann ich nochmal überholen. Cool. Und Beethoven ist auch wieder vor mir. Das war ja schon immer so. Meine Güte, wenn ich mich jetzt auf dem Regenbogenboulevard nochmal gut anstellen würde, das wäre echt ein Knaller. Würde ich ja richtig feiern gleich. Heute auf dem Sonntag. Frühen Morgen. Hätte ihn sogar behalten. Schön. Okay, okay. Jetzt mach einfach keinen Fehler, okay? Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen weniger auf Kommentieren und so Mist, sondern mehr auf das Spiel, weil ich einfach mal glänzen will. Ich will glänzen. Und jetzt habe ich schon wieder das Item verschossen. Das gibt's doch gar nicht. Komm, das lege ich noch dahin. Vielleicht fährt ja irgendeiner rein oder sie müssen wenigstens ein bisschen weiter drumherum. Okay, der Blaue wird mir nicht helfen, weil ich an Sozi sowieso nicht mehr rankomme. Boah, wäre ich da jetzt runtergefallen, Leute. Leute, Leute. Bin ich aber nicht. Das ist gerade mal die zweite Runde. Oh, ich dachte, es wäre fast vorbei. Und ich hatte mich schon gefreut. Ich dachte wirklich, dass das wäre es jetzt. Na gut, dann wird sich das ja noch alles ändern. Na, fährt einer rein?
natürlich nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Naja. Passt schon, passt schon, passt schon. Ach, fuck. Schon wieder verschossen? Oh Mann, Leute. Ich bin nervös. Ich bin so nervös, ich bin so nervös, ich bin so nervös. Immerhin seht ihr, ich habe mich lange auf den zweiten gehalten. Och, Mann. So ein Mist. Jetzt bin ich ein bisschen, ich bin echt ein bisschen traurig gerade. Okay, aber Beethoven hatte wohl eine Wolke. Oder irgendwie sowas. Er war kurzfristig klein. Wie viele Blitze kommen hier? Ist ja nicht mehr normal. Gute Manuel, wer auch immer du bist, mich noch überholt. Komm, jetzt was Vernünftiges. Kann ich nichts mit anfangen, kann ich nichts mit anfangen. Schade, vierter Platz. Aber kein schlechtes Rennen gefahren, kein schlechtes Rennen gefahren. Gut, Leute, im nächsten Part geht es dann wieder weiter ganz normal mit dem Special Grand Prix, den wir gefahren sind. Und ja, ich hoffe, euch hat das halbwegs gefallen. Ja, ich war ein bisschen nervös, aber ich denke, ihr versteht das. Ihr versteht das alle, bestimmt. Ja. Komm, Wertung. Wie bin ich insgesamt gefahren? War, glaube ich, ganz okay. Und insgesamt Fünfter. Ja, komm, das ist gut. 26 Punkte ist schön. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.